ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Oh, es ist total ekliges Wetter. Ja. Aber wir machen uns gerade hier auf den Weg zu unserem Buch. Beziehungsweise sind schon etwas länger auf dem Weg und sind aber jetzt gleich da, ja, an der Stelle, wo wir das letztens versteckt haben unter dem Stein. Wir sind gespannt, ob es noch da ist. Ich hatte in den Kommentaren gelesen, dass jemand schon da war und es aber liegen lassen hat. Ich bin mal gespannt, vielleicht hat es doch jemand mitgenommen. Boah, es ist kalt, Eva, ne? Es ist richtig windig. Es ist auch richtig windig. Ich hoffe, ihr könnt uns überhaupt verstehen. Boah, furchtbar. Schmuddelwetter. Wir gehen mal ein bisschen weiter und wenn wir dann angekommen sind an dem Gebüsch, sagen wir euch Bescheid. Glaub, da vorne ist das Gebüsch, Eva. Ja, Gebüsch gefunden. Letztes Mal kamen wir, glaube ich, von der anderen Seite, ne? Ja. Es ist gut, dass wir beide wasserdichte Schuhe anhaben. Naja, so ganz, also so gerne werden die nicht nass, meine Schuhe. Die werden dann immer so, so dunkel, ja, vorne. Ich habe meine imprägniert. Ah, guck mal, hier, da ist der Stein und das sieht so aus, als ob da nichts mehr drunter ist. Es ist abgeholt worden. Willst du mal gucken? Oder? Ja, ich schlage mich ins Gebüsch. Nein, da ist nichts mehr drunter. Aber ich gehe auch noch näher dran. Tatsächlich, jemand hat unseren Schatz gefunden. Ihr hattet ja auch noch... Oh, die arme Eva. Geht's, Eva? Alles gut? Ich habe mich befreit. So. Passt. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Es freut mich auch total, dass es abgeholt wurde. Finde ich sehr, genau, sehr gut. Genau, dass es noch einen neuen Besitzer gefunden hat. Es hatten viele in die Kommentare geschrieben, warum wir es nicht verlosen. Da habe ich immer auch schon zurückkommentiert, es war halt verschimmelt. Und ich finde, was Verschimmeltes zu verlosen, das ist schon irgendwie... Ist nicht so schön. Nee. Da werden wir auf jeden Fall mal wieder irgendwas Schönes verlosen, oder? Ja. Also nicht, dass dann irgendwer schreibt, warum habt ihr, ich habe es gewonnen. Und dann ist es, es war super eklig, es hat gestunken. Genau, ich glaube, da hätten auch die Eltern was dagegen. Ja. Wenn auf immer was Schimmeliges ins Haus kommt. Nee, das will keiner. Deswegen haben wir einfach gedacht, wir machen Spaß daraus und der Spaß ist ja anscheinend aufgegangen. Jemand hat sich das Buch weggeholt. Ja, also viel Spaß damit. Genau, schreibt noch mal in die Kommentare. Also wenn du derjenige bist, der sich das Buch da weggeholt hat, schreibt mal unten in die Kommentare noch mal, dass du das geholt hast. Dann können ja vielleicht alle noch mal so einen Daumen nach oben geben. Respekt, dass du es geschafft hast, dass du es, obwohl wir hier wirklich nicht groß was gezeigt haben, auch erkannt hast. Wo wir sind. Ja, wo wir sind. Wo wir es versteckt haben. Sehr genau cool. An dieser Stelle sind wir gerade wieder. Ja, herzlichen Glückwunsch und wir hoffen, du hast noch ein bisschen Spaß mit dem Buch. Von uns gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für dich und für alle, die unser Video geschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auch einen Daumen nach oben da. Schaut unsere anderen Videos. Ja, schaut auch mal bei Twitter, Instagram, Facebook und auch bei Snapchat vorbei und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!